Hallo meine Lieben, willkommen bei Freyas Orakel und Wegweiser. Wir untersuchen jetzt hier deine Seelenpartnerschaft zu deinem Gegenüber und da schaue ich jetzt mal mit den Kipperkarten und mit den Lektionen deiner Seele rein, was ist denn gerade bei ihm los oder bei ihr los. Dann schaue ich mit dem Tarot rein, was ist generell bei euch gerade so im Leben, ne? Also was da so zwischen euch ist. Und dann schauen wir noch einmal hier mit den Elementar-Lenemor rein, in seine Gedanken, Gefühle und nächsten Schritte. So, und wer darf natürlich nicht fehlen? Der Seelenpartner Fritz. Ne? Er wurde damals vom Kollektiv hier getauft. Und was ist denn gerade so im Kollektiv los? Ne? Du bist das hier, die schöne Hundedame. Und im Kollektiv ist es gerade so, manche kommen wieder. Ne? Also manche Seelenpartner sind gerade wieder so im Feld. Aber dann gibt es Streit, man rauft sich. Und dann ist er weg. Na, vielleicht auch bei jemand anders. So. Und was machst du? Du gibst dir noch einen richtigen Kick und dann gehst du. Nein, so soll es natürlich nicht sein. Ne? Das war natürlich hier ein Spaß. Also so wie gesagt, ihr steht gerade mal wieder eher so. Ne? Da. Ihr schwänzelt vielleicht mal so ein bisschen, aber ansonsten so viel macht er dann auch nicht. Ne? Also was ich gerade hier so anhand von Kunden mitbekommen habe, aber auch generell so im Seelenkollektiv, da sieht es gerade eher so aus, dass bei den meisten, man kommt ein weniger Kontakt rein, ne? Dann erfährt man vielleicht auch, dass hier dieser Seelenpartner noch jemand anders am Start hat. Also es sieht gerade mal wieder nicht ganz so extrem rosig aus, ne? In der Seelenverbindung hier, würde ich jetzt einfach mal sagen. Du kannst ja auch gerne mal, wenn du das möchtest, in die Kommentare schreiben, wie es bei dir gerade aussieht. Also du musst mir jetzt keinen Roman schreiben, aber vielleicht, wenn der ein oder andere will, ne, kann ja gerne mal darüber so ein bisschen reden. Wie sieht es denn gerade bei euch aus? Kontakt oder kein Kontakt oder habt ihr euch gestritten oder habt ihr euch wieder versöhnt? Ne? Es ist ja immer so ein Hin und Her und ein On und Off. Ne? Und da wären wir auch gleich beim Thema Seelenpartnerschaft. Es gibt nun mal zwischen Mann und Frau, aber auch manchmal zwischen zwei Männern oder zwei Frauen eine Verbindung, die man nicht erklären kann. Ja? Manchmal hat man so das Gefühl, dass diese Verbindung nicht ununtrennbar ist. Ja, man geht sich zwar mal so ein Stück weit aus den Augen, aber dann kommt wieder irgendwas, wo man sich wiederfindet, wo man wieder auf den anderen drauftreffen tut und so geht das immer hin und her. Ne? Mit dieser Verbindung, mit der Person spürst du eine enorme Anziehungskraft. Ja, das ist eine Anziehungskraft, die du dir nicht erklären kannst. Und das ist eine Seelenverbindung. Ja, und wir gehen ja mit jeder Seele irgendwie in Verbindung, aber so eine Verbindung mit einem Menschen, das ist dann schon ganz schön extrem, ne? So, und jetzt wollen wir aber mal nicht länger quatschen, jetzt wollen wir einfach mal hier reinschauen und da gucken wir mal mit den Kipperkarten rein. Was ist denn gerade so das Thema bei deinem Seelenpartner? Bedenkt bitte, das ist eine Allgemeinlegung, ne? Es kann nicht auf jeden immer hundertprozentig zutreffen, aber du wirst merken, wenn es dein Orakel ist. Und wenn es nicht dein Orakel ist, dann schalt weg, mach dir nichts passend. Und du kannst natürlich auch hier, wenn du einmal auf die Überschrift klickst, dann kommst du auf meine Webseite unter private Kartenlegungen. Und da kannst du gucken, da eignet sich hier diese, ne, diese Legung, die ist fast genauso wie diese Legung. Da guck mal auch rein, was ist bei deinem Gegenüber gerade los und was für Gedanken, Gefühle und nächsten Schritte macht er oder sie in deine Richtung. Ja. Und ihr lieben Männer, ihr münzt euch das bitte um. Ihr könnt hier als die Zuschauerin auf das Gegenüber schauen, auf ein weibliches Gegenüber. Oder ihr seid generell das Gegenüber, was sich hier drinne zeigt. Na, das kann natürlich auch vorkommen. So, also hier kommt irgendwas Unverhofftes, was du dir nicht so gedacht hast. Na? Also dein Seelenpartner hat hier eine unverhoffte Nachricht bekommen, was ihn total traurig macht. Ja, jetzt ist die Frage, was ist das? Ist das eine Nachricht von dir gewesen oder ist das eine Nachricht gewesen, die einen generell traurig, die ihn oder sie generell traurig gemacht hat? Na? So, was sagen die Lektionen deiner Seele von James van Praag? Es geht jetzt darum, auch bei deinem Seelenpartner Vertrauen zu fassen. Ich bejahe, dass ich meine, ja, dass er sich von seiner inneren Stimme jetzt leiten lassen kann. Na? Und wir haben auch den Erfolg. Er will auch hier in den Erfolg gehen.
Ja, er setzt sich vielleicht auch hier gerade Ziele im Leben, wo, was er machen möchte, was er erreichen möchte. Das können zum Beispiel Ziele sein, dass es ihm oder ihr vielleicht auch besser geht, ne? Und dass man das Vertrauen jetzt ins Leben auch so ein bisschen reinbekommt, ja. Also auf jeden Fall hat er hier eine negative Nachricht bekommen, ja. Und die macht ihn wahrscheinlich gerade so ein Stück weit zu schaffen. So. Was ist gerade bei dir und deinem Gegenüber generell so los? Wir schauen rein. Okay, die vier Karten reichen. Oh, Herzschmerz sehe ich hier, Liebeskummer. Und hier ist eine Situation, wo man wirklich hier hängen tut. Ne, man hängt da. Vielleicht hört man sein eigenes Herz ausschlagen hier in dieser Sache. Aber wir sehen hier schon mal diesen Schmerz, der hier bei euch ist, dieser Kummer. Irgendwas hat euch das Herz durchbohrt. Aber man versucht hier die Sicherheit zu bewahren. Ne? Irgendetwas wird hier geplant in dieser Verbindung. Man versucht Sicherheit zu bekommen. Ja, also ein Stück weit fragt man sich, kann ich hier wirklich den Träumen in meinem Leben folgen oder sind es wirklich nur Illusionen, ne, die ich folge gerade. Und die Sechs der Stäbe, das zeigt mir ja auch, man ist schon bereit, hier an ein Ziel zu gehen. Man möchte hier auch ans Ziel gehen. Und man hat aber noch keine Lösung. Die Karte kam jetzt umgedreht, die Sechs der Schwerter. Ja? Die Sechs der Schwerter ist ja immer, man steuert auf ein anderes Ufer zu oder man versucht, was zu wandeln oder eine Lösung zu finden. Man kann es aber gerade nicht, weil man hier nicht weiß so richtig, wie man das machen soll. Und man versucht aber trotzdem irgendwie fokussiert an der Sache dran zu bleiben. Ja, also das ist gerade das Thema zwischen dir und deinem Seelenpartner, dass hier irgendwas passiert ist, was so ein gewisser Schmerz war, vielleicht auch ein gewisser Liebeskummer. Dadurch ist eine Stagnation in eurer Verbindung drinne. Man versucht hier vielleicht auch so ein Stück weit selbst auf seine Sicherheit jetzt zu schauen, ne? Das kannst ja du sein, wenn du hier irgendwas erfahren hast, was dich traurig gemacht hat, vielleicht auch. Na, oder vielleicht versucht er auch in die Sicherheit zu kommen. Auf jeden Fall, ja, überlegt man hier. Man träumt auch so ein bisschen, sind es realistische Träume oder sind es nur Illusionen, die ich hier habe? Ja, aber man möchte hier was unternehmen. Ne? Sechs der Stäbe, das ist ja immer so, man möchte hier auch mal ankommen irgendwie, aber man weiß nicht wie. Man weiß nicht, wie man ankommen soll, ne? Weil man gerade keine Lösung hat und nichts wandeln kann, nichts verändern kann. Aber irgendwie versucht man trotzdem, in die Sache irgendwie Kraft reinzustecken, ja, bei euch. Naja, ach, es ist schon wieder, ich merke schon wieder, es ist wieder was Anstrengendes, gell? So, was für Gedanken hat er denn gerade in deine Richtung? Was für Gedanken macht er sich gerade in deine Richtung? Okay. Erstmal sehen wir, er möchte etwas verändern. Also da ist er schon bereit, ne? Aber er schneidet sich hier von etwas ab. Irgendetwas hat ihn hier vielleicht auch verletzt. Deswegen ist er gerade so ein bisschen unstabil oder instabil oder wie auch immer man das nennen mag. Es nagt hier wirklich. Er hat Zweifel. Er würde vielleicht auch gerne hier über die Dinge reden, aber er ist halt, das kann auch hier ein sexuelles Thema sein, über was er gern mit dir reden wollen würde. Oder ganz einfach, ja, dass er Frieden möchte, aber es ist total unruhig die ganze Zeit, weil hier was belastet ist, ja. Und über was er sich Gedanken macht, das ist, er hat hier Ängste, Unsicherheiten. Ne, vielleicht geht es aber auch noch hier ich frage mal die Wolken, ich kläre die mal noch ganz schnell ab, nicht, dass ich hier was Falsches sah. Ja. Es ist ihm unklar. Vielleicht habt ihr miteinander gesprochen und hier sind einige Dinge unklar. Und das macht ihn hier gerade so innerlich Kummer. Ne? Kann aber auch sein, dass er hier irgendwie in seinem Zuhause gerade Kummer hat, weil er halt eine Nachricht bekommen hat, die haben wir ja auch da oben gesehen, ne, wo was blockiert ist jetzt bei ihm. Vielleicht blockiert er dadurch Kommunikation, vielleicht
Ja, vielleicht stellen sich gerade so die ein oder anderen Hindernisse rein oder vielleicht hast du ihn auch blockiert, ne? Oder wie gesagt, er blockiert auch die Kommunikation aufgrund vielleicht auch so ein bisschen von Ängsten. Kann aber auch sein, dass hier wirklich Ängste dabei sind vor Kommunikation, ja, weil er hier eine Unruhe im Inneren hat und dass er daher, wie gesagt, hier so ein bisschen die Kommunikation gerade blockieren tut, ne? Aber er will hier noch eine Entscheidung treffen diesbezüglich, ja, und darüber macht er sich Gedanken, ne? Vielleicht auch noch mal so ein Stück weit über die Dinge zu reden mit dir, was ihm hier innerlich beschäftigen. Aber wie gesagt, hier ist halt die Blockade in der Kommunikation gerade da, ne? Also es kann sein, dass hier gerade gar keine Kommunikation ist bei euch. Was fühlt denn dein Seelenpartner in deine Richtung? Was für Gefühle hat er? Die Treue ist schon mal mit dabei. Ja, also er hat schon mal ganz treue Gefühle und die sind auch wirklich sicher, diese Gefühle, wow. Tiefe Gefühle hat er auch mit dabei mit den Fischen, aber hier ist eine Verletzung. Was ist das für eine Verletzung? Ihm verletzt hier etwas innerlich, na? Und da sehen wir hier schon mal, das kann irgendwas im sexuellen Bereich sein. Entweder hat er da eine Verletzung. Ja, im Geschlechtsbereich, das kann hier wirklich sein. Na. Oh, um Gottes Willen, jetzt habe ich mich gleich verschluckt dabei. Also nochmal, er ist dir treu. Er ist ein ganz treuer, loyaler Freund dir gegenüber. Ne? Also er hält hier wirklich im Herzen an dir fest. Das Ganze ist auch sicher, ne? In seinem Herzen. Er hat tiefe Gefühle, aber er hat vielleicht auch verletzte Gefühle. Entweder sind es wirklich verletzte Gefühle, die mit irgendetwas Intimen zu tun haben, oder es sind wirklich Gefühle, tiefe Gefühle, aber ihn verletzt hier etwas in seiner Tiefe. Ja, entweder geht hier irgendwas nicht im sexuellen Bereich bei euch, oder es ist halt wirklich so, er kann dich noch nicht sehen. Ja, er kann dich noch nicht sehen. Also, dass er dich noch nicht treffen kann irgendwie, weil er hier etwas hat, was ihm wehtut. Na, das kann ja auch sein. Er ist hier verletzt in seinem Frieden. Irgendwas hat ihn hier total verletzt. Ja? Okay, schau mal weiter. Welche nächsten Schritte macht er denn auf dich zu? Was hat er denn vor? Das ist ja schon mal gut, wenn hier die Sonne wieder reinkommt. Na? Also es sieht so aus, wie wenn er dich vielleicht auch einladen möchte oder die Harmonie hier wiederfinden möchte in deine Richtung. Ja, er lade dich ein, ne, definitiv kommt eine Einladung von ihm. Und dann kommt der Fuchs. Aber der guckt hier nicht rein, der guckt raus. Ne? Ja, hier enttäuscht noch etwas, was mit der Vergangenheit zu tun hat bei euch, ne? Also irgendwas ist hier noch mit der Vergangenheit. Ja, oder wenn es um seine eigene Stärke geht. Er tut vielleicht auch so ein Stück weit, dass er stark ist. Ja, aber mit dem Fuchs, ich weiß nicht, ne? Was ist denn hier noch? Ja, es nagt hier noch in den nächsten Schritten an Veränderung. Er würde hier schon gern wieder einen Neuanfang haben, weil die Liebe ist bei ihm am Wachsen, definitiv. Ne? Hier wächst die Liebe bei ihm. Aber hier ist auch. Entweder schaut er auf einen Neuanfang vielleicht auch noch mit jemand anders. Ja, das kann natürlich auch sein. Oder er bekommt Klarheit, warum das so kompliziert ist, ne, bei euch hier, wenn ihr euch treffen tut oder irgend sowas. Aber mir kommt hier rein, du kriegst eine Einladung von ihm, ne? Er möchte die Harmonie wieder hier in deine Richtung. Und vielleicht, es kann auch sein, ich frage jetzt nochmal eine auf den Bären. Okay, das ist gut, ne? Also er möchte sich hier von diesen Enttäuschungen, die hier vielleicht auch in der Vergangenheit waren, abtrennen, ne? Man muss sich hier von etwas Altem trennen. Ja, vielleicht ist er aber auch so schlau wie ein Fuchs und überlegt gerade, wie kann ich mich hier von was Altem trennen? Ja, das, wenn er vielleicht noch in irgendeiner Verbindung sein sollte, ne, dann kann das sein, dass er darauf guckt, sich davon zu trennen, von dieser alten Verbindung. Oder er überlegt hier wirklich ganz schlau, ja, was kann ich tun, damit ich hier zu mehr Kraft komme, ne? Weil er fühlt sich gerade eher so ein bisschen kraftlos, so ein bisschen von sich abgetrennt, ne, von dieser ganzen Sache. Ja, aber er, guck mal, Sehnsucht.
Na, er hat Sehnsucht nach dir. Eieiei. Ja, meine Lieben, ich würde jetzt einfach mal so eine kleine Erweiterung machen, aber ganz, ganz anders. Wir beleuchten jetzt einfach mal deine Seite mal ganz kurz und seine Seite. Das heißt also, wir machen eine kleine Partnerschaftslegung, eine kleine Verbindungslegung hier. Und die mache ich aber jetzt im Mitgliederbereich. Wenn du hier in den Mitgliederbereich kommen möchtest, wenn du gemerkt hast, ja, das ist mein Orakel auf jeden Fall. Ich gucke jetzt mal rein hier bei der Freya im Mitgliederbereich. Du hast jederzeit die Möglichkeit, da auch wieder zu kündigen. Also im ersten Monat zahlst du, ich glaube, 2,99 € für die Mitgliedschaft, ne? Kannst aber auch jederzeit wieder raus. Und du kannst aber auch hier immer dann die Erweiterung, jede Erweiterung angucken, wenn du im Mitgliederbereich bleibst. Und du kannst natürlich auch hier jeden Freitag gibt es von mir ein Orakel für das Kolle, also ne, für den Mitgliederbereich. Und da sind es meistens halt so Liebesorakel, ne? Entweder was kommt auf dich demnächst zu, die meisten, die wollen aber auch immer wissen, was kommt demnächst in der Liebe auf mich zu, ne? Also genau, solche Orakel kommen dann meistens, ja. Und genau, da musst du einfach nur auf Mitglied werden drücken und dann kannst du, bist du hier schon mit dabei, ne? Und dann kannst du hier jetzt eine Erweiterung sehen. Wie gesagt, ich erweitere das jetzt nochmal, ich durchleuchte nochmal, was jetzt hier in den nächsten Schritten auf dich und ihn zukommt, ne, was ihr hier gemeinsam machen werdet. Also bis gleich, meine Lieben. Ach so, ich mache mal hier noch so eine Herzkarte und da gucken wir mal, was möchte er dir denn noch sagen? Oh, wow. Die Telepathie ist hier. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich, sagte dir. Und dann sagte dir generell noch mal, ich liebe dich, also doppelt schon. Und dann kommt hier noch der Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ja, ich denke mal, dieser Seelenpartner möchte sich hier trennen von der Vergangenheit, von der ganzen Vergangenheit, was hier war, diese ganzen vergangenen Enttäuschungen und möchte hier wirklich mit etwas Schönen in deine Richtung kommen. Ja, vielleicht auch so ein Stück weit eine kleine Überraschung, was ich hier habe. Meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe und vielleicht bis gleich im Mitgliederbereich. Ciao.